Mein Name ist Wolfram Herrmann, ich habe an der Charité hier in Berlin Medizin studiert. Pflegeheimbewohner sind eine besonders vulnerable Patientengruppe. Daher ist es wichtig, ihnen in der Forschung eine Stimme zu geben. In meiner Doktorarbeit habe ich die Einstellungen von Pflegeheimbewohnern zu Schlaf- und Schlafstörungen untersucht. Ein besonders wichtiges Ergebnis waren dabei, dass psychische Faktoren für Pflegeheimbewohner eine große Rolle spielen. Dies konnten wir an Handlungsempfehlungen für Hausärzte und Pflegekräfte dann auch umsetzen.